verschiedene. Warum wird's jetzt so hell? Okay. Warum? Warum? Jetzt geht das Licht wieder weg. Ich könnte kotzen. Wir kriegen das hin mit dem Intro. Das klappt noch. Hallo, liebe Spinnerinnen und Spinner da draußen. Herzlich willkommen in der Shantimanu Handspinnerei. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und ich hoffe, ihr habt Lust, mich ein wenig zu begleiten, während ich, wie ich das so einmal im Jahr tue, meine Spinnräder putze, warte, instand setze und für die nächste Spinnsaison fertig mache. Einmal, manchmal zweimal im Jahr widme ich mich dieser Aufgabe, die zum Ziel hat, dass ich so lange wie möglich was von meinen Spinnrädern habe und dass sie gut laufen und dass ich gut damit arbeiten kann, ohne auf größere Probleme zu stoßen. In diesem Video möchte ich euch dazu inspirieren, das Gleiche zu tun und euch natürlich so ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Deswegen versuche ich auch, euch so ein paar unterschiedliche Spinnradtypen zu zeigen, unterschiedliche Aufbauarten zu zeigen. Ganz wichtig an dieser Stelle ist aber, dass es unzählige Spinnradmodelle gibt und dass ihr wissen solltet, dass ich nicht alle davon abdecken kann. Ihr aber euch natürlich auch einfach intensiver mit eurem Spinnrad auseinandersetzen könnt und eventuell einfach auch nach den Herstellerangaben suchen solltet. Wenn ihr euch nicht sicher seid, wie ihr etwas schraubt, wie ihr etwas ölt, wie ihr etwas bei eurem speziellen Spinnrad behandeln solltet, dann fragt am besten entweder beim Hersteller oder beim Händler nach oder schaut mal in Foren bei anderen Leuten, die das gleiche Spinnrad haben wie ihr, was die dazu zu sagen haben. Manche Sachen sind ein bisschen kontrovers. Ich zeige euch, wie ich meine Spinnräder warte. Bestimmt gibt es bei 10 Spinnerinnen 10 unterschiedliche Tipps, aber das sei an der Stelle dahingestellt. Wir fangen einfach mal an. Lasst uns Spinnräder putzen. Was ich mir in der Regel zurechtlege, wenn ich mein Spinnrad warten möchte, ist einmal etwas zur Reinigung. Ich benutze ganz gerne so feuchte Tücher. Man kann natürlich auch einfach eine Schüssel mit Wasser und Seife oder noch ein Holzpflegemittel und ein entsprechendes Tuch oder einen Schwamm verwenden. Das ist jedem vollkommen selbst überlassen. Schraubenzieher, die zum Spinnrad passen. Ich habe jetzt zum Beispiel hier einen normalen Kreuzschlitzschraubenzieher. Imbusschlüssel können auch manchmal nicht verkehrt sein. Für manche Räder vielleicht sogar eine Zange oder einen Schraubenschlüssel für Schraubenmuttern. Ansonsten habe ich für spulengebremste Räder gerne auch Ersatzbremsband, in meinem Fall jetzt hier so Baumwollgarn und Federn, falls ich eine Feder für die Bremse ersetzen muss. Wenn man Lederteile hat, die man pflegen möchte, kann Vaseline auch Sinn machen oder irgendeine andere Creme. Ansonsten benutze ich ohnehin gerne noch verschiedene Öle, je nachdem, wo ich gerade dran bin an meinem Spinnrad. Ich habe hier einfaches Maschinenöl. Ich benutze auch gerne so Bremsschmierstoff für meine Achsen zum Beispiel. Eine Schere habe ich auch ganz gerne noch zur Hand, man weiß ja nie. Und was ich auch gerne immer noch in der Nähe habe, ist eine relativ feine Pinzette, um Fasern aus den hintersten Ecken rauszuholen, die da irgendwo kleben geblieben sind. Ich persönlich arbeite mich gerne von unten nach oben durch. Das heißt, ich fange wirklich ganz unten unter dem Spinnrad an, zumindest bei manchen Modellen wie diesem hier, das diese Gummifüße hat. Das heißt, bei diesem Rad würde ich mir tatsächlich zum Beispiel diese Gummifüße genauer anschauen. Meine sitzen tatsächlich alle fest. Wenn ich merke, dass einer locker ist, würde ich versuchen, den nochmal festzuschrauben. Es kann natürlich manchmal auch sein, dass einer vielleicht durch ist und ich mir einen neuen Fuß bestellen muss oder ich jetzt feststelle, dass ich einen verloren habe. Hier hinten zum Beispiel sind zwei, die direkt nebeneinander sitzen. Das kann ja schon mal sein, dass einem das nicht direkt auffällt. Bei anderen Spinnrädern kann das aber auch heißen, einfach nachzuschauen, ob alle Beine wirklich fest sitzen, ob man da nochmal was nachjustieren muss, was festschrauben muss oder so, damit das Spinnrad wirklich gut steht. Wenn ich jetzt also weiß, dass mein Rad auch in den nächsten Monaten standfest stehen wird, weil unten drunter alles geklärt ist, dann ist das Pedal oder die Pedale das nächste, was ich mir anschaue, bevor ich anfange, irgendwas sauber zu machen. Es gibt verschiedene Arten von Halterungen bzw. Gelenken an Pedalen. Dieses Pedal sitzt hier auf so Metallstangen und ist Kunststoff gelagert.
Das ist eine Variante, bei der ich nichts ölen würde. Würde ich das ölen, fängt es tatsächlich an zu quietschen. Das ist häufig da, wo so Kunststoff auf Metall läuft. Das heißt im Gegenteil, ich würde schauen, dass das alles hier tatsächlich schön sauber ist. Und im Zweifelsfall, sollte hier mal Öl reingekommen sein, kann es helfen, mit etwas Lösendem, Fettlösendem hier reinzugehen und es eventuell bei solchen Rädern wie diesen sogar reinfließen zu lassen, indem ich das Rad kippe. Gerade bei Ziegen- oder antiken Rädern sitzt das Pedal meistens auf einem Querbalken, der wiederum mit Metallstiften an den Beinen befestigt ist. Hier kann man häufig mit etwas Öl arbeiten. Lässt sich das Rad komplett auseinandernehmen, kann es sogar Sinn machen, die Stifte, die Metallstifte, mit ein wenig Vaseline einzureiben. Bei Spinnrädern, bei denen das Pedal mit Scharnieren befestigt ist, wachst man diese in der Regel entweder mit Kerzenwachs oder noch besser mit Bienenwachs. Und es kann manchmal ein bisschen dauern und ein paar Tritte brauchen, bis der Bienenwachs sich tatsächlich so verteilt, dass sie aufhören zu quietschen. Also auf jeden Fall dranbleiben und im Zweifelsfall später nochmal nachwachsen. Meine Räder sind immer ziemlich dreckig, das heißt, ich würde jetzt schon anfangen, mein Pedal mal ein bisschen sauber zu machen. Meine Güte, mein Pedal ist echt dreckig. Meine Fresse. Zur Wartung gehört für mich auch, mir jede Schraube, jedes Verbindungsstück an meinem Spinnrad anzuschauen. Wenn ich mir mein Rad hier jetzt genauer anschaue, dann sehe ich zum Beispiel, dass hier unten zwei Schrauben sind, die quasi diese Mittelachse hier unten festhalten. Und das Einfachste wäre jetzt herzugehen und zu schauen, ob die wirklich immer noch fest sind und im Zweifel die eben wieder festzuziehen. Wenn ich schon am Pedal bin, dann kann ich mir auch die Verbindung zum Knecht anschauen. Der Knecht ist immer die Stange, die das Pedal mit dem Schwungrad verbindet. In meinem Fall kann ich den Knecht vom Schwungrad lösen. Und dann kann ich mir das Pedal auch von allen Seiten und eventuell zum Beispiel auch die Trittverbindung angucken, die Verbindung vom Tritt zum Knecht. Bei manchen Rädern geht das leichter, beim anderen kommt man ein bisschen schwieriger dran. Auch hier möchte ich, dass der Knecht weiterhin gut mit dem Tritt verbunden ist und der Tritt nicht auf einmal runterfallen kann oder so. Natürlich gibt es verschiedene Arten, wie das Pedal mit dem Knecht verbunden ist. Ich habe dieses Kunststoffstück, das mit Schrauben an beidem verbunden ist und versuche auch die nochmal ein bisschen festzuziehen. Bei antiken Rädern und auch bei manchen modernen Ziegen ist das Pedal entweder mit Stoff oder mit Leder mit dem Knecht verbunden. Leder sollte auf jeden Fall gepflegt und auch eingefettet werden. Bei Stoff kann man nicht so viel machen, außer den immer mal wieder zu beobachten und zu schauen, ob man vielleicht ein bisschen was reparieren muss, ob man gucken muss, dass der Knoten sich nicht löst, wenn das Stoffband zum Beispiel unten festgeknotet ist. Man sollte halt darauf achten, dass einem nicht irgendwann das Pedal vom Knecht abfällt, während man spinnt. Und es kann natürlich Sinn machen, das zu ersetzen. Wenn man das macht, sollte man beachten, dass der Knecht sich relativ frei bewegen können muss. Das heißt, das beides sollte nicht fest zusammengebunden sein, sondern es muss ein bisschen Spielraum geben. Und das Pedal sollte trotzdem so hoch hängen, dass es genug Platz nach unten hin hat, wenn ich trete, ohne dass es auf dem Boden aufschlägt. Dadurch sehe ich auch, dass es unter meinem Pedal auch ganz schön dreckig ist und dass es Sinn macht, hier auch mal sauber zu machen. Und wenn ich mich jetzt langsam hocharbeite, gilt es weiterhin, jedes Verbindungsstück und jede Schraube anzuschauen und zu gucken, ob es so sitzt, wie es sitzen soll. Ich habe zum Beispiel hier noch eine Schraube drin, die diese Tülle festhält, die den Knecht mit dem Schwungrad verbindet. Und das gleiche gilt für die Schrauben am Schwungrad. Wobei ich hier natürlich den Fall habe, dass ich ein Kugellager habe und ich muss dann sicher gehen, dass das Kugellager sich drehen kann. Kugellager müssen in der Regel weder geölt noch gefettet werden. Überprüft, ob sie sich drehen und wenn sie
kaputt wirken, wenn sie seltsame Geräusche machen oder sich nicht mehr wirklich drehen, kann es eine Möglichkeit sein, die Kugellager einfach zu ersetzen. Dann gilt es eben jetzt auch, das Schwungrad zu überprüfen. Das eine kann sein, dass ich einfach schaue, ich nehme jetzt mal den Riemen ab, ob sich das Schwungrad noch gut dreht, sich wirklich frei dreht. Es sollte so sein, dass wenn ich es anschubse und kein Riemen dran ist, kein Pedal dran ist und nichts, dass es sich wirklich locker immer weiter dreht. Dann kann es tatsächlich Sinn machen, das Ganze einmal auseinanderzunehmen und auch in den Halterungen des Schwungrads wirklich sauber zu machen. Auch hier gilt definitiv, wenn ihr Angst davor habt, das auseinanderzubauen, macht euch von jedem Schritt Fotos. Und ein Clou ist natürlich auch, alles ordentlich abzulegen, damit man wiederfindet, wo es hingehört. Ich finde, das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie viel Dreck und Fasern sich mitunter an der Schwungradhalterung festsetzen und wie sinnvoll das ist, das hin und wieder mal sauber zu machen. Auch hier überprüfe ich die Kugellager. Bei Rädern, bei denen das Schwungrad nicht in Kugellagern läuft, sondern mit Metallstiften auf Holz, kann es auch Sinn machen, die Metallstifte einzufetten, damit das Schwungrad sich schön frei und locker immer weiter drehen kann. So, noch ein bisschen sauber machen. So, nachdem ich das Schwungrad wieder eingesetzt habe, ist das nächste Stück an meinem Rad zum Beispiel jetzt hier oben. Auch hier habe ich zwei Schrauben, die ich nochmal überprüfen kann. Auf gar keinen Fall möchte ich, dass das hier auseinanderfällt. Ist mir schon mal passiert. Jetzt nähere ich mich langsam dem Flügelknopf. An meinem Spinnrad, Jetzt nähere ich mich langsam dem Flügelkopf. Bei einem spulengebremsten Rad kommt man dann in der Regel schon irgendwo an den Bremsknopf, das heißt dem Knopf oder Stift, mit dem die Bremse reguliert wird. In meinem Fall ist das dieser hier. Und wenn ich hier ankomme, kann ich natürlich auch da schauen, ob der so sitzt, wie er soll, ob er sich zu frei dreht, ob ich da irgendwas machen kann. Mein Bremsknopf wird von einem Gummiband gehalten, damit er sich nicht frei drehen kann. Dieses wiederum ist mit einer Schraube befestigt. Auch hier könnte ich natürlich schauen, ob ich diese Schraube nochmal nachziehen kann oder sollte, damit das Ganze fest sitzt. Eventuell wird es auch Zeit, das Band zu erneuern. Manchmal sitzt hier Holz in Holz und damit der Bremsknopf wirklich fest sitzt, aber sich trotzdem einstellen lassen kann, muss man da vielleicht auch noch mal ein bisschen nachjustieren, das vielleicht ein bisschen auffüllen. Wenn ich mich gerade schon mit der Bremse beschäftige, dann kann es auch sein, dass ich an der Stelle meine Bremse eventuell update. Wenn ich mit dem Bremsband, was ich bisher hatte, nicht zurechtgekommen bin, ist das der perfekte Moment, um es auszutauschen gegen ein anderes Material. Wenn ich ein Material verwende, das sich mit der Zeit verschleißt, so wie ich, dann ist das auch der Punkt, an dem ich den verschlissenen Teil des Bremsfadens wie hier abschneide, der so ganz dunkel ist. Das ist die Stelle, die auf der Spule gelegen hat. Dann meine Bremsfeder zum Beispiel wieder an das Ende anknote, sofern ich noch genug Bremsfaden auf meinem Bremsknopf habe. Es kann natürlich auch sein, dass ich auch hier vielleicht ein neues anbringen muss. Auch die Feder kann ich an dieser Stelle ersetzen, wenn nötig. Vielleicht ist meine schon ein bisschen ausgeleiert oder ich habe festgestellt, dass sie mir zu locker oder zu fest ist und es lohnt sich, da auch mal unterschiedliche Materialien und Zubehörteile auszuprobieren. Dann nähern wir uns langsam aber sicher dem wirklich interessanten Teil, nämlich dem Flügelkopf.
Auch hier, ich kann den Flügelkopf natürlich abnehmen, beziehungsweise den Flügel abnehmen und ordentlich sauber machen, eventuell Schrauben ersetzen, schauen, ob meine Sliding Hooks noch sich richtig bewegen, all solche Sachen, ob das Einzugsloch okay ist, ob der Magnet hier zum Beispiel innen drin bei magnetischen Rädern richtig sauber ist. Da kommt die Pinzette wieder ins Spiel. Hier ist natürlich auch jede Konstruktion anders, aber ich würde schauen, dass ich jeden Teil vom Flügel wirklich sauber mache, um sicherzugehen, dass das Rad nicht zu viel mit mir redet, also quietscht oder Schleifgeräusche macht oder so, und dass sich nicht irgendwo viele Fasern eingeklemmt haben. So ein Spinnrad kann halt auch von innen mit der Zeit echt dreckig werden. Auch hier Kugellager, schauen, ob die sich noch vernünftig drehen. Hier können sich natürlich auch leicht Fasern einfangen, egal was für eine Art von Halterung es ist, ob es Kugellager sind oder einfach nur eine Öffnung. Und da gilt es natürlich auch, die rauszuholen, weil es sein kann, dass sich sonst irgendwann nichts mehr dreht oder so, oder schwieriger. Auch die Achse mache ich an der Stelle einmal richtig sauber. Und das wäre zum Beispiel bei diesem Spinnrad die einzige Stelle, die ich demnächst einmal ölen würde. Bei diesem Spinnrad verwende ich gerne Scheibenbremsen-Schmierstoff im Prinzip. Hier sollte sich jetzt auch alles schön leise und geschmeidig drehen. Jetzt habe ich meinen Antriebs wieder auf. Jetzt habe ich meinen Antriebsriemen wieder aufgebracht und das wäre die Stelle, an der ich auch testen könnte, ob mein Antriebsriemen noch wirklich in Ordnung ist. Gerade dann, wenn ich vielleicht häufig vergesse, ihn runterzunehmen, wenn ich nicht gerade spinne, sollte ich jetzt einmal alle Übersetzungen durchtesten und schauen, ob der Flügel und die Spule sich dabei noch gut drehen oder die Spule. Und wenn ich feststelle, dass das zum Beispiel bei den kleinen Würteln nicht mehr der Fall ist, weil mein Antriebsriemen beispielsweise ausgeleiert ist, dann sollte ich mir einen neuen Antriebsriemen besorgen. Bei einem zweifädigen Rad, das ein Riemen aus Hanf, Flachs oder ähnlichen Materialien hat, die sich mit der Zeit verbrauchen oder ausdehnen, kann es ohnehin Sinn machen, einmal im Jahr einfach einen komplett neuen Riemen drauf zu tun. Bei den moderneren zweifachen Rädern mit Polyriemen gilt auch hier zu schauen, sind die ausgeleiert und sollte man vielleicht einen neuen Riemen finden. Manchmal kann man die aber bei zweifädigen Rädern auch nachjustieren, indem man ein Stück rausschneidet und das Ganze wieder zusammenschweißt. Bei einfädigen Rädern ist das in der Regel nicht sinnig, weil wir die Spannung nicht über dem Flügelkopf einstellen können wie bei zweifädigen Rädern. Wenn ich beim Flügelkopf angekommen bin, kann ich bei zweifädigen Rädern auch den Mechanismus kontrollieren, der dafür zuständig ist, dass ich den Flügel vom Schwungrad weg und zum Schwungrad hin bewegen kann, um den Faden zu spannen. Sollte natürlich so sein, dass das Ganze geschmeidig funktioniert. Holzschrauben wie diese hier kann man ebenfalls mit Wachs behandeln, damit sie zum Beispiel beim Verstellen nicht quietschen. Das gleiche gilt für Scharniere bei Spinnrädern, bei denen der Flügelkopf damit anzuheben und abzusenken ist. Bei vielen modernen flügelgebremsten Rädern, die immer mehr Kunststoffteile haben, sind auch die Flügel häufig mit Kunststoffteilen auf Metall gelagert, hin und wieder auch auf Leder. Bei Kunststoff auf Metall gilt Ähnliches wie bei den Pedalen ganz am Anfang. Wenn ihr ölen möchtet, versucht es, aber es kann tatsächlich sein, dass es mehr quietscht und damit nicht ganz den gewünschten Effekt erzielt. Definitiv pflegen sollte man das Leder, sofern das flügelgebremste Rad eben ein Lederriemen hat. Manche haben auch Stoffbänder, auch da kann man manchmal mit der Zeit gucken, ob man die austauschen muss, wenn die fast auseinanderfallen. Und zur Pflege von Lederteilen nehme ich immer gerne Vaseline, die werden gefettet.
Im letzten Schritt, wenn alles wieder zusammengebaut ist, kann ich natürlich auch nochmal testen, ob meine Bremse jetzt so funktioniert, wie ich das möchte. Sei es, ob ich eine Flügelbremse gefettet habe, weil sie aus Leder ist, oder eben hier mein Bremsband an der Spulenbremse gewechselt habe oder aktualisiert habe. Jetzt könnte ich testen, ob das irgendein Geräusch gibt, ob die Spule sich vielleicht nicht mit dem Bremsband verträgt, ob meine Spule vielleicht irgendwo Risse hat und ich da mal nachschmürgeln muss. Das wären dann so ein bisschen die Feinarbeiten, die hin und wieder vielleicht auch nötig sind, aber in meinem Fall macht es jetzt ein Geräusch, mit dem ich durchaus leben kann. Es macht aber durchaus auch Sinn, sich durch verschiedene Materialien durchzutesten und sowohl vom Gefühl her als auch vom Geräusch her zu entscheiden, was wirklich zu einem passt. Jetzt läuft alles schön, leise und geschmeidig, dreht sich frei und ich bin glücklich und zufrieden. Ich hoffe wirklich, dass euch das hilft und ich kann euch nur ans Herz legen, regelmäßig mal ein bisschen Qualitätszeit mit euren Rädern zu verbringen und die wirklich auf Herz und Nieren zu untersuchen. Und ihr lernt eure Räder so auch einfach besser kennen und könnt viel schneller einschätzen, wo vielleicht